Wenn ich mir betracht, so die heutige Zeit, da frag ich mich stets, von was leben die Leute? Sie essen, sie trinken, sie gehen elegant, sie landen beim Rennen und rennen aufs Land, sie spielen, sie rauchen, sie fördern den Sport, sie schwimmen, sie tauchen, sie reisen per Fort, sie tanzen, sie lieben, sie handeln und streben, sie gehen in Konkurs, aber schließlich sie leben. Und das ist der Punkt, den ich nicht erfass. Die Menschen, sie leben, doch ich frag mich von was, wenn ich mir so still meinen Smoking betracht. Den hat man doch nicht gleich als Smoking gemacht. Den hat doch erzeugt nicht ein einzelner Mann. Da hängen doch hunderte Menschen daran. Und wie viel da leben in Arbeit und Ehren, das will ich euch jetzt so in Kürze erklären. Im Süden, dort wo es stets heiter und warm, da gibt es im Tal eine herrliche Farm. Aus tausend Schafen man Wolle gewinnt, davon lebt der Farmer, sein Weib und das Kind. Die Knechte, die Mägde, der Schafefriseur, der Färber, der Wäscher, der Magazineur, der Mann, der die Wolle in Säcke sortiert und sie dann sofort auf die Bahn transportiert. Und dort auf der Bahn, sie, das ist eine Freude, da leben einmal wieder folgende Leid, vor allem der Minister und die Direktoren und die Direktoren, die es einmal schon waren, der Vorstand, der Führer und der Kontrolleur, der Träger, der Wächter, der Zollrevisor, der Schaffner, der Schlosser und auch der Kassier, die Frau mit dem Würstel und der Mann mit dem Bier, und fahrt dann der Zug endlich in die Station, da führt man sofort zur Fabrik den Waggon, und von der Fabrik, sie, das ist eine Freit, da leben wir mal wieder folgende Leid. Der Baumeister, der die Fabrik hat gebaut, der Chef und sein Sohn und von dem seine Braut, der Weber, der Zeichner, der Manipulant, der Herr Prokurist und der Herr Praktikant, der Mann, der die Stoffe verschickt und verpackt, der Diener, der sie auf das Postamt dann tragt, und jetzt kommt der Stoff zum Bestimmungsort hin, und das ist mein Schneider, der Samek in Wien. Und bei diesem Samek, das ist eine Freit, da leben einmal wieder folgende Leid. Der Samek sei Frau und die Schwiegermama, sei Tochter, sei Freundin und der Großpapa, der Hausherr, der Zwirn und der Knopffabrikant, der Zuschneider und der Journallieferant. Sie schneidern, sie nähen, ohne Ruhe, ohne Rast. Der Smoking ist fertig, der Smoking, er passt. Er passt und ich zahl doch nix, weil's mich nicht freut. Jetzt sagen Sie mir, von was leben die Leute.